Hi zusammen, hier ist Pavel. Schöne Grüße aus Montenegro. Ich bin jetzt heute den letzten Abend hier und ich habe zu Miho gesagt, wir machen jetzt ein Video, wie man einen Sonnenuntergang fotografiert. Es ist jetzt gerade 10 vor 6, Sonnenuntergang ist 18.20 Uhr. Das haben wir auf der App Daylight Free gesehen, aber das kann man im Prinzip überall erfahren. Spätestens im Hotel, da steht natürlich auch auf einer Tafel, wann Sonnenaufgang und wann Sonnenuntergang ist und natürlich Wetterbericht für morgen. Das interessiert uns aber nicht. Ja, hier ist jetzt gerade ein Modelshooting vorbeigegangen, montenegrinische Next Top Model. Ja, die versuchen uns gerade mit dem Licht auszuhelfen, aber wir brauchen was anderes. Wir wollen jetzt zwei verschiedene Arten von Sonnenuntergängen fotografieren und was jetzt passiert, erkläre ich gleich. Ich werde jetzt ohne großen Schnickschnack fotografieren. Gut, ich habe ja zwei Objektive, eins ist von Miho, eins ist von mir. Warum zweites Objektiv? Weil Miho hat jetzt hier einfach mal ND-Filter draufgeschraubt und ich möchte jetzt nicht abschrauben, deshalb werde ich einfach die Objektive austauschen. Aber das Schöne ist, wir brauchen wirklich nicht sehr viel für einen perfekten Sonnenuntergang. Wie gesagt, zwei Versionen. Eine Version ganz normal, ohne Langzeitbelichtung und eine Version mit Langzeitbelichtung. Warum zwei Versionen? Ich werde einmal in Richtung Meer fotografieren, da wo die Boote auch stehen. Und wenn ich eine Langzeitbelichtung machen würde, dann würde Folgendes passieren. Das Wasser würde ich zwar glatt kriegen, aber die Boote, die schaukeln auch. Und deshalb bei Langzeitbelichtungen entstehen an diesen Stellen einfach dunkle Flecken. Deshalb ist das einfach nicht schön. Wenn ihr sowas fotografiert, dann achtet darauf, dann werdet ihr sehen, okay, also wenn Boote nicht da sind, dann könnt ihr richtig eine glatte Wasseroberfläche kriegen. Ja, und jetzt gehen wir, fotografieren erstmal ohne Stativ, ohne ND-Filter und dann später, wenn die Sonne noch ein bisschen tiefer kommt, dann werden wir mit ND-Filter fotografieren. Wir laufen jetzt hier an so einer Hotelanlage vorbei, also die ist wirklich hässlich, aber das interessiert uns nicht, weil wir gehen jetzt zum Meer. Da ist so ein ganz kleiner Hafen, da gibt es Fischerboote, Ausflugsboote und dort werde ich jetzt fotografieren. Das Schöne am Nachtsaison ist, dass wir jetzt im Prinzip überall fotografieren können. Das war jetzt ein Restaurant, die Restaurants machen jetzt alle zu und deshalb, also von dieser Plattform kann ich sehr schön fotografieren. Was mache ich? Ich nehme jetzt einfach die ganzen Boote mit und fotografiere in die Richtung Sonne. Das ist klassische Gegenlichtsituation. Kann sein, dass bei einigen Objektiven die Lensflares entstehen, aber man kann sie wegmachen. Wie das geht, wir zeigen das in verschiedenen Videotrainings, wie zum Beispiel Kamera RAW Total oder 99 Photoshop Tricks. Also da gibt es wirklich ganz interessante Techniken. Aber ich versuche jetzt mit dem Objektiv 10 bis 18 mm auf Sony Alpha 6000 zu fotografieren. Und die Einstellungen mache ich so, ich nehme Blende 11, ISO setze ich auf Auto, das wird sowieso nicht höher als 100 oder 200 sein und deshalb kann ich wunderbar jetzt einfach mit absolutem Weitwinkel fotografieren, mit 10 mm, richtig fantastisch. Ja, dann nehme ich jetzt die Boote mit und wenn ich jetzt solche Aufnahmen mache, schaut mal, das sieht richtig cool aus. Gut, die Aufnahmen werden jetzt sowieso eingeblendet, aber Miho versucht jetzt gerade das Ganze auf der Kamera zu filmen. Ja, jetzt gehen wir runter, aber wir machen jetzt einfach mal einen Abstecher hier. Da, wo die Boote noch mehr zu sehen sind. Rutschgefahr, ja. Und hier, da, wo das Mädchen mit den Katzen sitzt, also da werde ich jetzt einfach mal vorbeigehen und dort mich so positionieren, dass ich die Boote im Sonnenuntergang fotografieren kann. Und wie gesagt, also die Verschlusszeit, ich sehe jetzt gerade hier 1/160 der Sekunde. Wenn das zu kurz ist, dann kann ich natürlich Blende 8 nehmen, Blende 9, Blende 10. Das ist völlig okay. Also, kommt mit. Also ich glaube, hier sind wir am besten aufgehoben. Ich mache jetzt einfach mal einen Test. Ja, das ist wunderbar. Also die Boote, mache Blende ein bisschen auf, weil bei 11 haben wir wirklich eine ziemlich lange Verschlusszeit. So, ich gehe jetzt einfach mal auf 9. Ja, und bin jetzt bei 250 bei ISO 100. Absolut genial. Richtig schön. So, ja, genau so wollte ich es haben.
und dann noch ein bisschen weiter. Und schaut mal, ihr könnt natürlich das auch mitnehmen, ja, weil das sind so Seile, die auf so einem Bimmel drauf gesalzt sind. Ja, und da kann ich jetzt das hier auch mit integrieren. Das sieht voll genial aus. Ja, also ein bisschen kürzere Brennweite. Versuche noch bei dem nächsten sowas zu machen. Ich nehme einfach die ganzen Sachen so, wie sie sind und kombiniere das sehr schön mit dem Sonnenuntergang. So, jetzt gucken wir mal so. Ja, super, sehr schön. Perfekt. Und jetzt natürlich die klassische Situation, einfach leicht von oben. Da ich ziemlich klein bin, werde ich das so machen. Ich sehe jetzt im Prinzip fast nichts mehr, aber das kriegen wir hin. Super, also die Sonne wird immer größer, je tiefer sie sinkt, umso größer. Wunderbar, sehr schön. Kann jemand das Objektiv mitnehmen? Sonst nehmen das die Katzen. So, ja. Und hier auch fantastisch. Ich versuche manchmal sogar so zu machen. Das ist natürlich ganz böse. Das hat mit dem Sonnenuntergang dann nichts mehr zu tun. Aber ich versuche zum Beispiel die Sonne hinter einem Boot zu verstecken. Ob das jetzt klappt oder nicht, muss ich schauen. So, ja, das sieht gut aus. Da kann ich sogar so eine kleine Belichtungskorrektur machen oder ich mache das später in Lightroom, in Photoshop auch. Cool. Ja, das sieht richtig geil aus. Oh. So. So, jetzt habe ich diese perfekte Stimmung aus verschiedenen Positionen fotografiert. Von unten, von oben mit Weitwinkel 10 mm, mit längerer Brennweite 15 mm, 18 mm. Und jetzt gehen wir nach vorne, da wo keine Boote sind. Da werde ich mit Stativ fotografieren. Langzeitbelichtung mit ND-Filter. So, jetzt wird es interessant. Also ich würde nicht empfehlen, bei richtig knalligem Sonnenschein das Ganze zu machen, sondern ein bisschen abzuwarten, bis die Sonne fast komplett unten ist. Und dann machen wir Folgendes. Ich habe jetzt mein Cocktail-Stativ. Das ist Magnesit-Copter. Ist sehr klein und fein und auf den Steinen kann nichts passieren. Ich mache ISO 100. Wie gesagt, ND-Filter, ziemlich dunkel. Ja. Blende habe ich fast 20 und so bekomme ich tatsächlich diese Wasserschleier. Also Wasserfläche wird komplett glatt und das ist das, was ich jetzt erreichen möchte. Ich mache Weitwinkelaufnahmen, vielleicht kriege ich ein paar Steine mehr hier. Auf jeden Fall, das ist das, was wir erreichen wollen. Und das funktioniert so. Ich stelle jetzt die Kamera einfach so, dass ich aufs Wasser ziele. Also mehr Wasser als Himmel. Das ist sehr interessant. Und ganz wichtig, entweder entweder Fernauslöser, also es gibt Infrarotauslöser, Kabelauslöser oder ihr macht das mit Selbstauslöser. 2 Sekunden Vorwahl, damit wenn ihr auf den Auslöser drückt, dass die Kamera sich erstmal beruhigt und dann zack, ich habe jetzt Belichtungszeit 8 Sekunden. Also 8 Sekunden, da wird alles glatt. Also jede Wasserfläche wird absolut glatt, wird sehr gut aussehen. So, jetzt guckt gerade, was die Kamera gemacht hat. So. Ja, fantastisch. Also das sind, man sagt dazu, epische Bilder. Epische Bilder, das macht Micho sehr, der lacht gerade so und so, weil er epische Bilder mag. Und ich mache jetzt so, dass ich erstmal bei Sonnenuntergang, also wo Sonne noch zu sehen ist, ich nehme auch die Steine mit. Ja? Und dann mache ich so, dass ich abwarte, bis die Sonne sich versteckt. Und dann mache ich ohne Sonne. Und dann haben wir absolut geniale Aussicht. Dann haben wir wirklich ganz tolle Sachen. Ja? Also hier mit Steinen, das ist okay. So, Auslöser, zack. Ich fokussiere auf den Stein. Das passt schon mal sehr gut. 6 Sekunden, das ist auch in Ordnung. Also alles ab 2-3 Sekunden geht. Aber wenn ihr absolut ruhige Fläche haben wollt, dann natürlich je mehr umso besser. Aber hier, wow, genial. Machen wir kleine Belichtungskorrektur im Minusbereich. Minus 1/3 vielleicht, minus 2/3. Aber es wird sowieso jetzt mit jeder Sekunde, mit jeder Minute wird es besser, weil die Sonne verschwindet und dann haben wir super gute Chancen. So. Wir werden dann diese Bilder ganz groß ausdrucken. Alu-Dibond, irgend sowas. Und dann passt es. Ja, die Kamera will jetzt hier nicht so richtig stehen, aber macht nichts. So, jetzt.
Ihr habt jetzt gesehen, also man kann Sonnenuntergang auf verschiedene Arten fotografieren. Also einmal klassisch, wenn wir Freihand fotografieren, zum Beispiel mit Blende 10, ISO wird ein bisschen höher als 100 sein. Aber das ist okay, dann fotografieren wir praktisch die Bewegung, die eingefroren ist. Ja? Und wenn wir Langzeitbelichtung machen wollen, dann nimmt bitte ND-Filter. Die kosten nicht viel, es gibt verschiedene Versionen. Aber es ist wichtig, dass das Ganze abgedunkelt ist. Und dann ein Stativ, muss jetzt kein Riesenstativ sein, sowas reicht auch. Dann ISO 100, Blende zumachen, 16, 18, 20. Aber achtet darauf, es kann Gefahr bestehen, dass Beugungsentschärfe entsteht. Deshalb ja, vielleicht ein bisschen weniger. Ja. Naja, und die Aufnahmen habt ihr gesehen, also das ist genial. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sowas machen kann. Ja. Und das kann man natürlich überall machen. Also jetzt nicht nur in Urlaubsorten wie Montenegro oder sonst irgendwo im Süden. Das kann man zu Hause machen, wenn man früh aufsteht oder wenn man spät aufsteht. Weil Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das ist beides super spannend. Und ja, ich wünsche euch dabei natürlich viel Glück und viel Erfolg. Wenn ihr noch mehr lernen wollt, dann abonniert unseren Channel, teilt das mit Freunden, Verwandten, mit Oma natürlich. Ja, und wir sehen uns nächsten Freitag. Ich freue mich auf euch. Bis dahin alles Gute. Tschüss.